Okay, ich habe jetzt erstmal doch kein Geld und sowas gefarmt. Das werde ich wahrscheinlich einfach machen, wenn ich dann auch offscreen die letzten Tintenfische hole, wenn wir das letzte Item haben, also die letzte Fähigkeit. Würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach zurück in unser Level. Da haben wir auch echt sehr wenig Squids, aber die meisten sind wahrscheinlich im Dungeon. Und wahrscheinlich da ganz oben, wo wir nicht lang konnten, weil wir da auch noch nicht die Fähigkeit dazu hatten. Ja, boah, Hilfe. Wo ist das Loch? Ah, hier. Verlassene Fabrik. Okay, da kommen wir nicht, da brauchen wir einen Schlüssel. Das heißt, wir können eigentlich nur in die Richtung gehen. Ne? Ja. Oh. Dieses dieses was auch immer. Ich hab vergessen zu springen, Hilfe. Das ist eigentlich wohl unnötig, da sind eigentlich immer nur Herzen drin, ne? Da hoch kommen wir auch nicht. Da rein können wir auch nicht. Gut, wie kommen wir da hin? Oh, die Plattform verschwinden. Oh nein. Oh Hilfe, ich wurde gerettet, Gott sei Dank. Puh. Hm. Okay, da haben wir einen Schlüssel. Oh, das heißt, ich muss wieder zurück. Oh nö. Blöde scheiß Schlange oder was auch immer du bist. Okay, gut. Das ging ja relativ klar. Ja, hoch können wir sowieso nicht mehr. Das heißt, wir müssen ja hier. Was ist das denn? Oh, das Ding, das geht ja überall. Ach, scheiße. Oh, ja, wie gemein ist denn das, ey? Das sind immer voll die gemeinen Gegner. Und dann schießen die auch noch. Was ist denn? Das sind total viele skurrile Gegner. Okay, Lektion gelernt. Nicht mit den Dingern rumspaßen. Deswegen habe ich echt Lust drauf. Ich bin weg. Tschüss. Ernsthaft? Muss in deren Range sein. Das überhaupt. Achso, die müssen mich sehen, oder was? Hä? Ah, jetzt. Oh, er lebt noch. Gehen wir ganz weit von denen weggehen. Mit Explosionen spielt man nicht. Was seid ihr denn jetzt schon wieder?
Sie können ein skurriler Gegner nach dem anderen. Ha! Warum sind die immer so schnell, wenn ich da bin? Na okay, gut, wahrscheinlich deswegen. Und bisher sind die Checkpoints sehr fair. Ach, das Ding verschwindet dann auch noch, oder? Also wenn man nicht dran ist. Ja, deswegen will man natürlich verhindern, dass... Okay, ich hab gedacht, das Spiel verarscht mich und geht wieder nach unten. Oder nach. Ja. Boah, Hilfe. Aber ne, es hat mich tatsächlich verarscht. Ich sollte den Entwicklern einfach mehr vertrauen. Ja, ich sollte den Entwicklern echt vertrauen. Ich vertraue den überhaupt nicht. Das sind auch gemeine Entwickler. Da, glaube ich, oben. Ja. Oh oh. Ah, ja, okay, war eigentlich einfach. Ich habe nur den Entwicklern einfach nicht vertraut. Geh wieder, ihr Penner. Kann ich ihn eigentlich Schaden machen? Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass es nicht geht. Gehen einfach kaputt. Ach so. Ah, ich bleib einfach hier. Ich hab das nicht auf das Ding, auf dem Ding zu landen. Ernsthaft jetzt? Ja, also. Ah, du Drecksau. Okay, perfekt. Was seid ihr denn jetzt? Oh. Boah, jetzt habe ich ganz kurz geblinzelt. Ja, kommt da dieser Drache? Nein. Wieder ein Schlüssel. Wo sitzen wir den aber ein? Weil wir kommen ja nicht mehr nach oben. Also da, wo die eine verschlossene Tür war. Hab ich gerade schon angekommen? Ah, es gibt hier doch die Kanone. Okay, das ist das Item, womit wir zwei unserer Squids holen können. Drücke in der Luft X, um noch einmal zu springen. Ich glaube, das geht sogar öfters, ne? Das kannst du irgendwie ganz oft machen. Kannst du ganz oft einsetzen. Aber man sollte sich tatsächlich nicht so mächtig mit dem Item fühlen, weil an sich, klar, kannst du übelst oft springen. Aber fühl dich nicht so mächtig damit. Also wie oft kann man springen, das muss ich mir kurz merken. 1, 2, 3. Dreimal, das hat 4 Sprünge. The hell? Jetzt kommt die Scheiße. Ich bin ein Vollidiot. Aha. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang des Levels. Okay, wofür brauchen wir jetzt den Schlüssel? Also für welche Tür? Jetzt haben wir übrigens auch alle Fähigkeiten, also es gibt keine weitere. Ich meine, man fühlt sich schon mächtig mit dem Item. Ich meine, guckt euch das mal an. Wofür denn Plattform?
Aber glaub mir, in dem allerletzten Level wird alles gefordert und da ist nicht einfach. Ah, jetzt kann man hier hoch, oder? Aha. Okay, das habe ich jetzt schon gerochen. Zwei Schlüssel. Ja, die werden hier gar nicht markiert. Ah, doch hier. Zwei Schlüssel. Ich meine, was machen wir mit dem einen Schlüssel? Was machen wir mit dem anderen? Ah, hier ist nochmal ein Schlüssel. Ah. Spenden wahrscheinlich. Ja, dankeschön. Nicht die beste Idee auf jeden Fall. Boah, jetzt bin ich da hängen geblieben, ey. Ja, die Fähigkeit ist natürlich meine Hassfähigkeit. Das merkt ihr. Soll ich mich da... Oh mein Gott, muss ich mich da umdrehen? Ich glaube ja. Oh, jetzt bin ich an einem Eisblock verreckt. Obwohl vielleicht... Obwohl ich kann wahrscheinlich da oben auch Anlauf nehmen, oder? Sollte doch auch gehen. Blöder Eisblock, verpiss dich. Geht auch. Da ist wahrscheinlich der Schlüssel drin. Yes. Hä, wie kommt man jetzt da rein? Hm. Das ist natürlich, du musst hier durchsprinten. Nee, geht nicht. Okay, ich werde, wie schon gesagt, bei der eh nachgucken, wie wir die alle bekommen, dann... Ah, hier ist schon der Boss? Okay, nee, dann will ich wirklich wissen, wie man den bekommt. Dann machen wir das jetzt noch schnell, wenn hier jetzt schon der Boss kommt. The fuck? Das war jetzt echt ein kurzer Dungeon. Oh, okay. Gut, dann holen wir kurz. Es ist sehr lame. Ja, manchmal muss man einfach nicht so... Manchmal darf man einfach nicht so kompliziert denken, ne? Ja. Gut, dann hätten wir ja schon mal drei... Den und die anderen werde ich auch noch holen. So, jetzt gucken wir uns mal den Boss an. Patent angemeldet. Okay, müssen wir unsere Kanone hier benutzen? Yeah. Au! Hilfe! Ja! Au! Ah, das tut echt weh. Irgendwas mache ich hier gerade falsch. Ah, warte, was? Warum leuchtet es jetzt grün? Hä? Ach, muss ich die... Ich muss die in der richtigen Reihenfolge machen. Ja, und jetzt der in der Mitte. Aha, okay, so funktioniert der.
ist halt gerade nur blöd, jetzt bin ich fast tot. Aber okay, ich weiß nicht, wie er funktioniert. Ja, bekomme natürlich trotzdem Schaden, weil ich einfach blöd bin. Muss ich wieder den hinten? Boah, ich treffe nicht mal. Ist doch blöd. Nee, jetzt diesmal aus da vorne. Okay. Aha, okay, perfekt. Jetzt sind wir auf der in der Mitte. Come on. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht den falschen treffen. Dann bekommen wir nämlich extrem viel Schaden. Oh nee, nicht der in der Mitte. Oh, ich suche mir nicht aus, den zu treffen. Ich verspreche euch. Okay. No, Alter. Jetzt der in der Mitte, come on. Oh. Der ging ja eigentlich relativ klar. Großer Haufen Müll. Du musst halt einfach Glück haben, dass du immer den richtigen triffst. Hey, komm zurück! Eine neue Karte, hä? Huh? Ja, die wird jetzt zum letzten Level dann, oder wie? Ja, die Karte des einsamen Grabs. Oh yeah! Oh yeah! Das soll die letzte Stätte des Bösen sein. Aber dann, warum ist dann noch eine Ozeankarte? Ich sollte keine Zeit mit Nachdenken verschwenden. Ja, hauen wir hier schnell ab. Und wie schon gesagt, dann im nächsten Part, also ich bin noch nicht die Folge, erst gleich, werden ich dann auf jeden Fall die restlichen Tintenfische holen. Also die restlichen, wie viel? Die restlichen 5, glaube ich. Genau, 2 konnten wir, können wir jetzt auch eigentlich bekommen. Das heißt, 2 Level können wir dann eigentlich abschließen. Und dann fehlt uns eigentlich noch das Level. Du bist in einem Stück wieder heimgekehrt. Und mit der Kanone, wie erwartet. Ja, wir sind ein gutes Team. Vielleicht. Vielleicht was? Ich weiß nicht, ich dachte vielleicht, du würdest deine Meinung ändern und mal für die Guten arbeiten. Ich soll mit dir zusammenarbeiten? Du solltest dich lieber darauf konzentrieren, was zu tun ist. Diese 5 Inseln waren die Quelle der bösen Macht des Pirate Master. Jetzt, wo seine Kreaturen und Diener vernichtet sind, haben wir ihn in den Seilen. Es ist Zeit, ihm den finalen Stoß zu verpassen. Die Genies haben seine Knochen in einer Gruft versiegelt. Den genauen Ort kennt niemand. Wenn wir ihn nur irgendwie finden könnten. Ich habe diese Karte gefunden. Lass mich mal sehen. Unglaublich. Das ist es wirklich. Der geheime Ort des Grabs des Pirate Master. Komm schon, das sehen wir uns genauer an. Ja, das allerletzte Level. Das ist natürlich auch brockenschwer. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall alle Herzen. Ja, das einsame Grab haben wir jetzt. Ach, wir haben sogar noch Zeit übrig. Das heißt, dann holen wir uns kurz mal ein paar ab. Müssen wir nach oben. Einfach raus. Ja, so halt. Take that!
So, jetzt haben wir Scuttle Town auch alle. In der Fluginsel haben wir alle. Spinnet-Insel, Warnungsinsel. Hier fehlen uns noch eine und hier fehlen uns noch drei. Okay, Schlampampen-Insel ist eigentlich auch relativ am Anfang. Nur das Level ist halt die größte Hölle. Geht schon mal. Oh, ich hätte mich sogar retten können. Wir haben doch jetzt so ein neues Item. Ich bin so blöd. Ja, ist doch gut. Hier oben nicht. Boah, ich hasse dieses Level. Hier oben. Okay, und jetzt abhauen. Lass mich hier raus. Oh, jetzt hat mich sogar die Scheiße da getroffen. Oh, dieses Level hasst mich und ich hasse dieses Level. Ach, das ist doch echt Schmutz. Wer hat dieses Level ausgedacht? Wir brauchen Level-Ideen. Wie wär's, wir machen die Hölle. Ah, klingt ganz gut. Und dann kommt dieser gleiche Entwickler. Aber wenn es schon die Hölle ist, muss es auch wirklich die Hölle für den Spieler sein. Das heißt, wir ballern einfach Gegner rein. Und unser extrem viele. Die auch einfach manchmal auf dem Boden erscheinen. Das sind die schlimmsten, finde ich. Die, wo einfach erscheinen. Du läufst einfach ganz gechillt. Ah, ist da ein Gegner. Jetzt wäre ich fast ins einsame Grab gegangen. Ja, und die restlichen drei, die gucke ich jetzt offscreen, hole ich die mir ab. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Shantae in the Pirate's Curse, da sehen wir uns dann auch beim letzten Level. Also relativ nah am Finale sind wir jetzt hier mittlerweile. Bis dann, ciao.